Aktien fahren. Ich würde sagen, wenn es keine Fragen im Moment gibt. Ist es zu früh für die Pause? Ist das noch nicht fertig? Es ist zu früh. Dann müssen wir jetzt einen Vortrag vorziehen, entweder Herbert Bartel oder Eda Sequenz. Wir von euch beiden ist jetzt. Ja? Und empfangen. Nein, eine Frage. Ja? Ja, das ganz spontan. Der geforderte Stresstest. Was unterscheidet den von den bisherigen, der schon so lapidar durchgeführt worden ist? Also die Stresstests, die jetzt durchgeführt worden sind, ja, darüber kommt die Kommission, wenn es gut ist, auch in den nächsten Monaten mit einer Kommunikation, um zu bewerten, was sie ausgelöst haben und so weiter. Und ich stimme mit Ihnen überein, dass es nicht ausreichend war. Allerdings muss ich sagen, wenn ich sehe, wenn nichts gemacht wird, ist es immer noch schlimmer. Ich denke, es ist Zeit, dass wir diesen Diskussionen über Vorbereitung im Fall von Unfallen, dass wir diesen Diskussionen weitaus haben. Die runden Tischen sind im ersten Ansatz dazu, aber das ist eine Diskussion, die viel weitergeführt werden muss und die auch viel mehr Experten einbinden werden sollte. Und das ist nicht nur die Experten, die das normalerweise nur auf dem Tisch haben. Das heißt, Leuten auf ministerialen Ebene, Leuten auf lokalen Ebene, sowie die Städten und Dörfer rund um Kernkraftwerke, sondern auch Einsatzbehörde, Feuerwehr und so weiter in einen größeren Kreis herum, damit man vorbereitet ist, über was kommen kann. Also das ist bisher nicht passiert und ich denke, dass das Mittel von Stresstest jedenfalls ein Ansatz sein würde, um diesen Diskussion zu führen. Im ersten Ansatz. Ich denke nicht, dass dabei etwas Perfektes rauskommt. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht passieren wird. Aber es würde jedenfalls ein Ansatz sein, um nach vorne zu heben, was im Moment einfach unter dem Tisch war. Wir haben Wir haben dort gesagt, in Kobani hier in Tschechien ist ein altes Atomkraftwerk, wo die Diskussion Verlängerung der Betriebsgenehmigung läuft. Kannst du etwas sagen, in welchem Status diese Diskussion des Genehmigungsverfahrens, Verlängerung der Betriebsgenehmigung ist und wo wir aus Bayern da mitreden dürfen? Takže Dukovany, to je stará elektrárna, kde se teď diskutuje kolem prodloužení. Můžeš nám vysvětlit, jaký je status této diskuze a jak my z Bavorska se můžeme nějak podílet? Vielleicht, also da brauche ich vielleicht noch ein bisschen Unterstützung von Tschechien hier, wenn ich nicht den ganzen Übersicht gebe, aber Dukovany hat jetzt eine Betriebsverlängerung beantragt. Dafür sind schon Upgrades durchgeführt worden in der Zwischenzeit zur Vorbereitung in ein Gentleman's Agreement mit die Aufsichtsbehörde. Die Aufsichtsbehörde muss das jetzt untersuchen im Rahmen eines periodischen Sicherheitsanalyse. Und dann die Zustimmung geben für weitere Betriebsführung. Und das sollte nächstes Jahr für, wann ist das in der? Ja, also das sollte nächstes Jahr irgendwie ablaufen. Also es hat noch nicht angefangen, aber das sollte irgendwie nächstes Jahr ablaufen. Laut ESPO-Konvention ist dabei einen grenzübergreifende Umweltverträglichkeitsprüfung vorgeschrieben. Und die Frage ist natürlich, ob das eingehalten wird oder nicht. Und da werden wir uns dann aktiv daran beteiligen müssen, dass das auch eingehalten wird.
Takže modernizace v Dukovanech už běží. Teď se na to SUJB musí podívat během příštího periodic safety assessment, periodického ověření bezpečnosti a pak jim udělit licenci na prodlouženou životnost. Ale jak jsme řekli, podle ESCO bude nutné provést EU a jestli se tak bude konat, to je i náš úkol se samozřejmě o to postarat, že se bude konat. Ale já myslím, že my bychom mohli dodat, že Dukovany mají licenci až na konec příštího roku a ministerstvo životního prostředí už nám sdělilo, že teda nevidí nutnost povedení EU. Also ich muss jetzt im Minus selber. Wir haben nämlich schon nachgefragt, die tschechischen Kollegen, und die Atomaufsichtsbehörde hat bestätigt, dass es noch keinen Antrag auf Lebensdauerverlängerung gibt. Und dass die Genehmigung bis Dezember 2015 gilt, also von einem Block und dann halt vier weiter. Und das tschechische Umweltministerium hat den tschechischen NGOs bereits mitgeteilt, dass sie nicht die Notwendigkeit sehen, eine UVP durchzuführen. Also alles klar. Das bedeutet, dass Sie darüber dann über den gerichtlichen Weg das wahrscheinlich nachzuziehen haben. Also da möchte ich noch dazu sagen, wir werden von Deutschland auf jeden Fall beantragen, dass die Ministerien, die zuständigen Ministerien, das beobachten und eine Umweltverträglichkeitsprüfung beantragen. Tak my jako za německou stranu můžeme říct, že budeme se chceme o to postarat, aby německá ministerstva žádali EU anukovat. Ansonsten treffen wir uns mit der Bundesregierung wieder in Genf. Jinak se zase sejdeme v Ženevě s německou vládou u OSN. Und ich würde ja auch die Republik Österreich bitten, das aufmerksam zu verfolgen und ebenfalls eine grenzübergreifende Umweltverträglichkeitsprüfung zu beantragen. A doufám, že taky rakouské úřady budou pořovat přes hraniční EU. Die Havarien in Fukushima haben gezeigt, dass den sogenannten abgebrannten Brennelementen eine besondere Bedeutung zukommt, wenn es um die Lagerung geht und die Sicherung dieser Lager. Und ich denke, da wird viel zu wenig Augenmerk drauf gerichtet, insbesondere auch, wenn ich bedenke, dass entweder Erdbeben oder Angriffe von außen möglich sind, weil diese abgebrannten Brennelemente fast nirgendwo in entsprechenden Containments gelagert werden. Kannst du dazu was sagen? Ve Fukushimě jsme taky viděli, jak je důležité se věnovat více pozornosti tak vyhořenému palivu, které se tam skladuje. Vůbec, když mluvíme o zemětřesení nebo o jiných extrémních útocích, protože problém je, že toto palivo obvykle není skladováno v containmentu. Also erstmal muss ich sagen, dass das Problem von Kernkraft, von das Risiko von Kernkraft liegt in erster Stelle daran, dass in einer großen Menge radioaktiven Material konzentriert zusammengebracht worden ist und eingepackt in engineered Lösungen, um vorzubeugen, dass es irgendwann mal in die Umwelt kommt. Aber das hat man erstmal in großen Mengen zusammengebracht. Nejdřív bych chtěl ještě jednou zdůraznit, že problém je, že samozřejmě velké množství radioaktivních materiálů je koncentrováno na jednom místě a kolem toho jsou technické a technologické řešení, aby to nedostalo ven. Wir können das natürlich schützen, so gut wir wollen, aber wie auch, wenn man das mit Dioxin hat, in der Produktion von Agent Orange früher in Seveso oder hier in wie ist das nochmal, Lotti von Prag? Also, Spolana. Die Sicherheit hat seine Grenzen immer. Samozřejmě to můžeme chránit, ale jak jsme viděli z dioxiny, jestli to je Seveso nebo Spolana, severně od Prahy, ta schopnost tomu zabránit je omezená. Und das geht auch für Kernkraftwerke. Auch wenn es technisch alles perfekt läuft,
wie zum Beispiel behauptet wird für Hinkley Point C in England, kann man nicht sagen, was die englische Regierung sagt, ein Unfall, wobei Radioaktivität austritt, kann niemals passieren. Když se podíváme například teď na diskuzi u Hinkley Point C, kde britská vláda říká, že k žádné havárii s únikem radioaktivity nemůže dojít. Auch wenn die Chance klein ist, sogar ein technischer Unfall ist möglich, aber wo wir keine Chancen berechnen, weil die Chancenberechnung einfach nicht möglich ist, das ist mit menschlichem Einfluss auf den ganzen Komplex, Kernkraftwerk und Brennstofflagerung und so weiter. I když riziko je hodně malé a tak malé, že to ani nemůžeme vypočítávat, nesmíme přehlídnout lidský faktor, ten co lidský je, také co se týká vyhozeného paliva. Und da drin spielt auch eine Rolle natürlich die Sachen wie terroristischen Angriff, Sabotage oder Kriegsakten. A další faktor samozřejmě jsou teroristické útoky, války, sabotáž. Der größte Faktor bleiben immer die Reaktoren, wegen die Radioaktivität von den frischen, die frisch bestrahlten Brennstoffe. Also da ist der größten Volumen oder die größten Menge von Strahlung konzentriert in die Reaktoren selber. Vždycky ale zůstá největším faktorem reaktor sám, kde je ta radioaktivita z čerstvě ozářeného paliva a tím pádem největší množství. Und da hat sich auch, haben wir uns auch als Ingenieure immer konzentriert, um das zu schützen. Ja? Und wir haben jetzt bei Fukushima gesehen, dass die Lagerung von abgebrennten Brennstoffstäben eigentlich zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat über die Jahrzehnte. Inženýři se vždycky snaží nejvíc chránit reaktory a teď ve Fukushimě jsme viděli, že se málo věnovali tomu skladování ozářeného paliva. Weil die Menge von radioaktiven Stoffen, die da drin aufgelagert wird, ist auch enorm. In Fukushima bedeutet das im Moment, dass man hat jetzt, wird jetzt in den nächsten 4 Wochen den Lagerungsbad von Einheit 4 leer haben, wird im Moment leer gemacht, weil diesen Bad, diesen Po am wenigsten statisch sicher war von den 4, die da bedroht sind. Und das ist ein unglaublich schweres Unternehmen gewesen. Das Risiko war auch sehr groß. Wenn da etwas schiefgegangen wäre, zum Beispiel durch einen großen Erdbeben, wobei der Pool runtergefahren wäre, dann wären Mengen von Radioaktivität freigekommen, die sehr viel größer waren, als was bei der Katastrophe freikam. Und beim Northern Winds würde das wieder eine Bedrohung, zum Beispiel auch von Tokio, bedeuten. Samozřejmě velikánské množství radioaktivních látek se je v těchto bazénech skladování, to je vidět ve Fukušimě, kde se teď na 4. bloku snaží o vyklidnění těchto bazénů. To bylo velikánské riziko, protože kdyby se uskutečnilo další zemětřesení, by bazén spadnul a uvolnilo by se více radioaktivity než během havárie. Also wir sind sehr froh, dass jetzt den 4. Block, dass da die ausgebrennten Brennstoffstäbe fast weg sind und hoffen, dass das auch in den nächsten Wochen so passiert und ohne weitere Havarien. Da bleiben noch 3 Blocks übrig. Das ist bei jedes Kernkraftwerk ein Problem. Bei manchen Designs mehr als bei anderen, aber insgesamt ist das ein Problem. Da kommt auch dazu, dass der Schutz von den, also in Trockenlagerungen auch nicht optimal ist bei den meisten. Und wie gesagt, wie du das auch sagst, also vor allem nicht wegen die Gefahr für Sabotage oder terroristischen Angriff. Ja, das ist etwas, was auch mitgenommen wird in den meisten Havarieplanungen als Möglichkeit, aber es hat weniger Aufmerksamkeit bekommen als die normalen Unfallszenarien für den Reaktor.
Und das ist etwas, wovon ich auch denke, dass es in einer gesamteuropäischen Diskussion über Emergency Planning mitgenommen werden sollte. Takže jsme rádi, až všechny ty vyhořelé tyče budou v dalších týdnech odstraněny. Pak ale stále ještě zbydou tři bloky. Musíme říct, že ochrana v tom suchém skladování není dostačující a i máme pocit, že v havarijním plánování teď se i tyto problémy zohlední, i když dostává málo pozornosti, doufáme, že to dostane víc během evropské diskuze, když se podíváme na havarijní scénáře. A co ungefähr was du? Okay. Ja. Můžeš blíže vysvětlit to riziko, to uvolnění radioaktivity v tom skladu vyhořelého paliva? Also es gibt nassen und trockenen Lagerungen. Also erstmal werden die abgebrannten Brennstoffstäbe abgelagert in ein nasses, in ein Po. Und das hängt ein bisschen davon ab von Design, wo sich diesen Po befindet. In einigen der modernen Designs, die im Moment gebaut werden in Finnland oder Frankreich, wenn die endlich mal fertig kommen, da ist das zum Beispiel so, dass diese Nasslagerung innerhalb den Containment fällt, so dass es auch bei einem Angriff auf ein Kernkraftwerk diesen extra Schutz hat. To se musí podívat, je dvojí skladování, jednak to mokré, pak to suché, a podle designu je to i různé, ale teď je to třeba u těch moderních reaktorů, které se teď jsou ve výstavbě, je pak to mokré skladování těch vyhořelých tyčí přímo v containmentu, to znamená, že mají z toho ochranu, když to je například nějakým útokům. Aber wenn wir zum Beispiel schauen nach, sag mal, Zaporozhye, das ist das Kernkraftwerk, was am nächsten an der Bürgerkrieg im Moment dran liegt. Also wenn Zaporozhye mal unter Beschuss kommen könnte, ist eine meiner ersten Sorgen, ob tatsächlich die Kühlung von den nassen Behältern, ob die intakt bleibt, weil die nicht extra geschützt worden ist. Ja, das ist in keiner der zweiten Generationskernkraftwerke ist diese nassen Lagerung in einer Containment-Schutz. Wenn da die Kühlung ausfällt, das heißt das Wasser ausläuft, dann fängt es an sehr schnell heiß zu werden und da kann dann auch, wie das auch beim Reaktor passieren kann, Wasserstoff entstehen durch Zirkoniumbrennen, Explosion und dabei dann mit die Hitze auch von den Zirkoniumbrennen und so weiter. Das Material in die Atmosphäre kommt, das kommt dann auf eine Höhe von einigen hundert Meter und weht dann wirklich weiter als ein paar Kilometer. Tak například, když se podíváme na elektrárnu Zaporožje na Ukrajině, která byla nejblíž teď té civilní války, kdyby se střílelo například, není jasné, jestli vrazení toho mokrého bazénu by to přetrvalo, a protože není chráněno, jak to bývá u všech reaktorů druhé generace. Když pak přestane chlazení, vymizí samozřejmě voda, vznikne vodík, může dojít k explozi, to znamená, že by se materiál dostali několik set metrů vysoko a pak by se mohl roznést i přes několik kilometrů. Bei der Trockenlagerung ist die Kühlung wird verursacht durch Luft. Also da haben wir dieses Problem von das Wegfallen von Wasser nicht. U suchého skladování ten problém s tou vodou samozřejmě není, protože tam se kladí jenom suchem. Aber diese Trockenlagerung findet meistens statt nur unter ein Wegschicht, also richtig nur in eine Scheune. Und die Brennstoffstäbe sind dann eingepackt in Castor-Containern, die an sich getestet worden sind für eine Brenntemperatur von ungefähr 700 Grad. Wenn die unter einen Beschuss fallen würden in Zaporozhye, dann ist es schon anzunehmen, dass die Brenntemperaturen höher werden.
Also das ist wieder diese Frage, der Faktor Krieg ist niemals mitgenommen worden im Plan, weil es wurde gesagt, es ist eine Staatsaufgabe, um Krieg vorzubeugen. Aber für mich, also die Kriege in Ex-Jugoslawien, also Slowenien konkret und auch in Ukraine im Moment sind Nervenfaktoren, weil da gerade diesen schweren Angriffsmöglichkeiten auf Kernkraftwerke, die wir immer als unmöglich gehalten haben, trotzdem existieren. To subeskadování, to znamená, že palivo je v Kastorech, tam je teplota 700 stupňů, ta by se však mohla zvýšit během střelby například. Tady vidíme v těchto válkách, myslím, v Jugoslávii nebo v Ukrajině, že k tomu může dojít, že se ohrozují i jaderné elektrárny, což se vždycky vylučovalo. Ein Satz noch. Ich denke mal, es ist ein guter Ansatzpunkt für uns, diese oder neue Stresstests einfach einzufordern und einzuklagen, weil die Stresstests von Oettinger, die haben ja weiß Gott nicht vorgesehen oder berücksichtigt Terrorangriff über den Zaun. Sie haben nicht berücksichtigt Flugzeugabstürze. Sie haben nicht berücksichtigt, dass in den AKWs immer mehr Brennelemente gelagert werden. Und wie du gerade gesagt hast, sie haben nicht berücksichtigt Kriege, Kriegssituationen. Jetzt kommt dann diese IS, Islamischer Staat, noch dazu. Es ist auch ein Flugzeug abgeschossen worden. Was ist, wenn das irgendwo draufgefallen wäre? Also da müsste man, das ist ein guter Ansatzpunkt, einfach das einzuklagen, einzufordern, neue Stresstests und dann die Laufzeitverlängerungen einfach damit zu berücksichtigen, dass neue UVPs beantragt werden und durchgeführt werden müssen. Und dann wird es, sage ich mal, für die Atomindustrie schon sehr schwer, da mitzuhalten. Já si myslím, že to je dobrý návrh, který tu máte, že budeme požadovat nové stresstesty, protože ty, které dělal pro komisář Oettinger, oni přeci vylučovali tyto stresstesty, teroristické útoky, vylučovali pár letadla, vylučovali tu skutečnost, rozohledili skutečnost, že se víc a víc tyčí, skladuje v reaktorech, netýkají se války nebo i teď existujícího Islámského státu. A myslím, když se budou provádět na prodloužení životnosti, tak je EI, to bude dost těžké pro jaderné průmysl. Und gerade der Katastrophenschutz ist eben auch nicht berücksichtigt worden. In dem Stresstest. A jak víme, i havarijní připravenost se neozohledňovala ve stresstestu. Sind noch Fragen da, sonst würde ich sagen, wir gehen etwas eher in die Pause. Ich sehe, alle sind gestresst. Es war anstrengend und dann machen wir eine längere Pause. Ja, Sie wissen, ich würde nochmal nachfragen, dass ich eine Prestavku stehe, ich würde Foto trochu delší. Die Pause hört um 11 Uhr auf. Ja. 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 Ja.